Mehr als 50 einheimische und auswärtige Gruppen beteiligten sich am Festumzug, dem absoluten Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten, an welchen sich die ganze Gemeinde mit viel Engagement beteiligte und teilnahm. Und prompt mit diesem Ereignis kamen die ersten Sonnenstrahlen nach dem Dauerregen der vergangenen Tage durch. Die Flachter Pferdebesitzer und Freunde bildeten den Beginn des Festumzuges, gewissermaßen als Herolde vorauseilend. Tja, und dann präsentierte sich der Obst- und Gartenbauverein Flacht mit einem reichlich mit Blumen geschmückten Festwagen, der in diesem Jahr auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Und hier der Kindergarten Flacht im Bild. Da repräsentierte und zeigte man alte und noch immer bestehende Flachter Handwerkstraditionen, Bäcker, Bäuerinnen, Maler, Handwerker und Imker. Und hier kommt schon der CVJM-Flacht, gezogen von einem Kleintraktor mit dem CVJM-Vorsitzenden Herrn Thiel am Steuer, zog ein bunt mit Bändern geschmückter Festwagen durch die Straßen Flachts. Die Gaststätte Sängerheim zeigte einen bunt geschmückten Wagen, auf dem die Wirtinnen Lose für ein Bier verteilten. Der Gesangverein Concordia Flacht zeigte sich mit seinen aktiven und passiven Mitgliedern den Festzugszuschauern. Der CVJM Weissach feierte sein eigenes 100-jähriges Jubiläum mit Indiaka-Spielen auf einem Wagen. Allen Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Zum Ausklang blieb man noch lange im Festzelt im Strudelbachtal beisammen.